Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialfolge, und zwar von meinem Account Mein Zeug, My Stuff. Also fangen wir gleich mal mit SBB Bochert an. Level 14. Ja. Und er hat halt das Hardshots Hellen-Outfit, und ich weiß jetzt auch gar nicht, warum es jetzt so lange dauert. Tut mir leid. Alter. Fick dich! Ja, okay. Sorry. Also, gehen wir doch gleich mal los mit Outfit-Teilen. Da meine ich relativ viel hier für ihn. Also, wir haben zum Großteil eigentlich nur diese Soldaten-Outfits und einmal halt von einem Wunschgeschenk. Die Maske. Bei Waffen haben wir jetzt auch nicht so viel Auswahl. Da haben wir Checks Wolkenwache, die Mikro SMG, Bertrams Beste aus Deal of the Day, ganz schön billig. Die für 5000 VP, naja, nicht so Bombe. Stefans Überscharfschießer empfehle ich sehr. Die ist geil, mit der spiele ich einfach immer. Und, also, und hey, super und keine, so spiele ich eigentlich meistens immer. Dann haben wir noch die Standardknarren und die habe ich mal aus der Klaue für einen Tag. Dann haben wir noch TNT und den Teleporter. Werkbank muss ich nicht erklären. Fähigkeiten bin ich jetzt mit Level 14 geskillt. 2 auf Elixier, 2 auf Tarnung, 2 auf Schubklapp und 2 auf Durchschuss. Emotes habe ich jetzt auch nicht so viel. Ah, einmal. Den hier und den hier. Widgets. Ja, mal aus der Claw gezogen und aus der Claw, aus Warung gezogen. Ja, dann haben wir den ersten Helden schon erfolgreich abgeschlossen. So, machen wir weiter mit dem Royal Bomber. Heieiei, hey, ist das ein Knüppel ab und zu? Ja, beginnen wir gleich. Da war den Piratenhut vom Piraten-Outfit. Das habe ich auch aus Deal of the Day. Das habe ich aus so einer komischen Schatztruhe. Nein, die Schatztruhe. Timos Thermogüter oder so. Selbst Überlebensset, ich weiß es nicht mehr genau. Und der Bart, der sieht richtig scheiße aus. Den tue ich auch nie mit rein. Ich ziehe lieber das auf. Dann auch das T-Shirt. Und die Jacke, die sieht echt cool aus. Die gefällt mir echt. Dann haben wir noch die Handschuhe, die sieht auch richtig scheiße aus. Ne, nicht so meins. Hosen. Ja, die war dabei. Die hab ich mir Klau vielleicht für immer gekommen oder so. Keine Ahnung. Die Schuhe sehen auch richtig scheiße aus. Lauf ich lieber barfuß rum. Und das da, das macht das Outfit so fett. Fällt mir dann auch nicht. Dann haben wir noch das, das macht es aber auch wieder ein bisschen so fett. Jawohl, das geht sogar. Das können wir dran lassen. Oder den Hoppelhase. Nein, lassen wir noch das doch mal dran. Waffen, da haben wir jetzt auch nicht so viel. Max Mega MG. Ja, geht schon. Wir haben auch Checks Wolkenmacher. Dann haben wir noch Wolfgangs schicke Wunderwaffe. Der Schläge. Langweiler und die Standknarren. Natürlich die normale Bazooka und die TNT. Fähigkeiten. 1 auf Heldenschild, 3 auf Frenzy Fire, 1 auf das Keck, 1 auf Rennen und 1 auf I Eat Grenades. Emotes. Dann haben wir nur das weiß nicht. Und Top Trike. Widgets. Ja, das habe ich mir aus Fang geholt. Das war in dem Outfit dabei. Ja, was man das Klauen immer so für eine Scheiße zieht. Wieso ist das nicht drin? Fertig. So. SBB Knusper. Einer meiner Favoriten der Helden. Leider ist das Level 15. Mein Zeug. Den Hut. Den habe ich aus der Klaufirma. Der war in dem Outfit dabei. Auf die erste Day. Den Bart mag ich überhaupt nicht. Seid mir nicht böse, wenn ich den nicht aufziehe, aber ich mag den echt nicht. Das war beides in dem Outfit dabei, aber warum kann man beides nicht anziehen? Das ist doch ein Quatsch. Dann haben wir noch das aus der Schatztruhe. Das war auch in dem Outfit dabei. Und dann die hätte ich gerne dran gehabt, aber die sind abgelaufen. Dann die Standardhose und die war halt auch in dem Outfit dabei. Schuhe haben wir. Hab ich die Hose Schuhe her? Nein, sieht nicht scheiße aus. Also, kannst du ruhig draußen. Oh, dann auch die Violine. Ja, ist es nicht so meins. Knarren? Ja, wieso nicht gleich? Habe ich gar nicht gewusst. Waffen habe ich nicht so viel Auswahl. Da habe ich nur die AK für 2019 Pfund aus Deal of the Day und Rudolfs schicke Rettung und Gerds Grußmann. Dann ist der perfekt ausgerüstet.
Fähigkeiten: 1 auf Blasting Strike, 1 auf Grenade Spam, 2 auf Burning Bullets und 4 auf Kampfmedizin. Der ist jetzt aus Level 15, habe ich nicht so viel zur Verfügung. Und ein Emote mache ich nur das hier. Ja! Witcher 10 Tonnen? Geil. Leider nur 10. Man muss bekommen, was man bekommen kann. So. Jetzt kommen wir zu meinem... Ja. So, jetzt kommen wir zu meinem Favorite Player. Den macht mir echt am meisten Spaß, der Agent Mario. Ja, schön. Da haben wir... Nein, da haben wir noch so einen Hut für Master Claw. Der passt auch ab und zu, aber ich empfehle das hier. Da war auch die Tarmaske, ich weiß nicht wieso, und da noch eine Brille. Von dem Agenten-Outfit. Das habe ich mir geholt, weil es ein Agent Mario. Das musste einfach dazu. Dann noch die Handschuhe. Für aus der Schatztruhe. So ein Scheiß ist das. Schau dir mal die schwule Hose an. Schau dir mal, wie schwul das aussieht. Ah, die, so, dann zieh mal das an. Was haben wir noch? Schuhe. Schuhe haben wir jetzt, glaube ich, nur zwei. Ja. Waffen. Jetzt nicht erschrecken. Ich weiß, ich habe zu viele Waffen, aber egal. So, die goldene Battle Rifle. Na, Fehlkauf. Ist doch so scheiße. Ich kann mit dem gar nicht zurechtkommen. Mit dem spiele ich fast immer. Ich habe zwei Gold, ich habe zwei Battle Rifles. Aber irgendwas sind die nicht identisch. Sieht euch das mal an, die sind nicht identisch. Wahnsinn. Und dann noch den Motors Schmiloche, ich hab Schnellschuss. Warte mal, ich habe jetzt hier 16.000 VP für die Waffen. Oh Gott. Die habe ich mal für Master Claw. Da habe ich ihn voll vorgefühlt. Früher habe ich immer so gespielt. So habe ich ja früher immer gespielt. Finde ich jetzt ein bisschen schade. Naja. Tun wir es wieder normal position zurück. So, dann haben wir noch die Benny Spinnen. Ja, tue ich ab und zu rein. Und eigentlich die normale Bliss Bomb. Fähigkeiten: 1 auf sechsten Sinn, 3 auf Blasting Strike, 5 auf die Heilung, 3 auf Grenade Spam und 1 auf Burning Bullets. Jawohl. Die Mods haben wir alle voll. Ja, gibt jetzt nicht so viel zu erklären. Ja. Das finde ich irgendwie so cool. So, dann haben wir auch Widgets. Haben wir da irgendwie noch so Lucky Sachen? 61 Tonics. Weil ein paar Schraubenschlüssel und ein paar funny Sachen. Haben wir halt aus Clown zu bekommen. So, dann nähern wir uns den letzten zwei Helden. Den Gunner Jojo. Mein erster Helden. Mein erster Held, der hatte mal 9 Level Vorsprung von Agent Mario. Und dann fiel er immer weiter zurück. Und dann ging es ja ganz schnell. Ja, das haben wir aus Schatztruhe. Wie beim Knospen. So, das haben wir aus Schatztruhe. Schatztruhe. Ja, ein Tag. Das haben wir für Master Claw. Victor. Ja, das war jedenfalls. Und dieses geile T-Shirt. Auch aus Schatztruhe. Das war mal zum Outfit dabei. Mit Bodybuilder. Das haben wir auch aus der Schatztruhe. Dann haben wir noch die. Sieht nicht scheiße aus. Ich bevorzuge lieber die Handschuhe. So, dann haben wir noch hier einmal für einmal. Lol. Na. Und die National Shorts. Die Schuhe ziehe ich allgemein nie an. Dann haben wir noch Veteranenbeinverbrennen. Ja, das passt ja nicht so dazu. So, Waffen haben wir eigentlich auch nicht so viele. Die haben wir uns geholt. Ja, so spiele ich eigentlich immer. Die habe ich mir aus der Claw gewonnen. Mit Level 5, weiß ich noch wie heute. Fähigkeiten: 4 auf Fancy Fire, 4 auf Keg, 1 auf Schild, 1 auf IE Grenades, 2 auf Leg It. Emotes, ja. Ja, aus Claw. Das war bei dem Outfit noch dabei. Das haben wir uns selber gekauft. Das hier. Und das da. Das da habe ich aus Clown, das aus Schatztruhe. War schon eine lustige Geschichte. Dann haben wir auch noch ein paar Karren, ein paar Bälle und ein paar Tonics. Ja. So. Und jetzt haben wir unseren letzten Hero, den Sniper Maki. Der hat auch allgemein viele Waffen und auch ein sehr geiles Outfit. Ein bisschen Punker-mäßig. Die Mütze haben wir auch so. Schatztruhe-Firma. Ja, sieht doch gar nicht so schlimm aus. Aber das bevorzuge ich noch mehr oder entweder gar nichts. Dann haben wir noch, das haben wir heute aus der Claw bekommen. Mein Gott, ey. Das haben wir für aus der Claw bekommen. Naja, die Hose haben auch für aus der Claw bekommen. Das war, als ich mit dem Akkord noch nicht so viel gespielt habe. Die Schuhe habe ich aus so einem Set. Ja, die habe ich für einen Tag mal bekommen. Dann haben wir hier noch die beiden Sachen.
Waffen. Aber die beiden Piratenwaffen, die habe ich beide für 900 Funds aus Steel of the Day. Aber die habe ich erst gestern, ja, geholt. Und die, ja, die war halt irgendwann mal drin. Ich weiß nicht mehr, wann das war. Den haben wir aus der Claw gekauft. 3000 PP. Claw. Claw. Das war so ein Lucky, dass ich das bekommen habe. Ja, Waffen haben wir halt hier auch sehr viele drin. So, Fähigkeiten. 3 auf Tarnung, 2 auf Troop Trap, 3 auf Durchschuss, 2 auf Elixier. Dann Emotes, da haben wir. Ja. Ja, mal. Naja, benutzt dein Köpfchen. Dann haben wir noch die Widgets. Auch viele funny Treu-Sachen. Was man halt immer so braucht. Im normalen Spiel. So, jetzt haben wir halt alle Helden durchgeknechtet. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat gefallen, wie viele Helden ich habe und wie sie sind. Ich hoffe, ihr schreibt unter die Kommentare, welchen Helden ihr mögt. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!